Hallo und herzlich willkommen zur 342. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Lyra, Oberzockt und Felix Gaming. Hallo. So, wir brauchen Blast Bricks. Ich habe außerhalb der Folge mal nachgesehen, wie die Dinger heißen. Das sind diese Blast Bricks. Opa, haben wir nicht noch diese ganz alten... Nee, warte mal, ist doch abgeruppt worden, ne? Nee, doch nicht, warte mal, im Keller neben dem Teleporterraum. Da hatten wir doch mal diese Bricks gebaut, Blast Bricks, oder nicht? Nein. Das waren nur die normalen Bricks, ne? Nein. Ich hab doch mal Koks hergestellt, Mensch. Ja, Koks, aber keine Blast Bricks. Warte mal, stimmt. Weil die Blast Bricks, die werden für den primitiven Stahlofen benötigt. Ich erinnere mich wieder. So, Blast Bricks. Klar, können wir nicht herstellen. Stahlplatten haben wir, aber... Oh. Stahl. Felix, kannst du mal ganz kurz gucken, ob da wieder energetische Leu ankommt? Ja. Im Korf da hinten. Momentan, ja, ein bisschen. Und Endstil? Wir brauchen Endstil für euch hier. Braucht überhaupt einer von den Craftern Endstil? Ich glaube, ganz rechts. Ja, da sind zwei drinne. Gut, dann läuft das wieder. Ja, soll ich jetzt wagen? Die Grinding Boards dann so langsam. Eigentlich nicht, oder? Ich muss erst warten, bis die Ohrs durch sind. Okay, die Ohrs sind durch, da fehlt jetzt. Hä, wie kommt das denn hier hin? Was soll ich damit? Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, ich packe jetzt überall Endsteel Boards rein. Ja. Dann kommt ja wieder bei Gravel eine deutlich höhere Menge Zeug raus. Das ist richtig. Weil den Output von allen Items erhöhst. Okay, das passt tatsächlich so nicht. Andererseits wäre es nicht schlecht, es kommt natürlich mehr Sand raus. Aber dann müsste ich das noch. Bau Nummer 1 fehlgeschlagen, liebe Zuschauer. Ich muss das nochmal abreißen, nochmal anders bauen. Habe ich was im Auge, wie schön. So. Kann das alte Batteriehaus schon weg oder nicht? Das kann weg. Aber du brauchst dir keine Arbeit zu machen. Komm mal her. Seid ihr gerade was am Machen? Ich hab dauernd Lecks.
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir laufen in der Wartungsebene rum. Guckst du? Ja, ich gucke. Da. Quaras. Kannst du machen, so. So, jetzt können wir das folgendermaßen hast machen. Hast du mal einen Dirtlock oder sowas? Ja. Oh, was ich brauche jetzt schnell, ich hab. Ey, das ganze Haus ist weggeploppt. Und du hast was vergessen. Für mich ist das Haus noch da, das ist das Lustige. Okay. So, lassen wir das Ding eben ein. Ich hatte nur ein lautes Rattern und dann war auf einmal noch dieses... Und weg war's. Ja, war nur noch dieses tolle Brick-Ding da. So, die Frage ist jetzt, wie viel Batterien brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4 mal. Na. Alter. Okay, wir brauchen jetzt noch ungefähr 2000 Capacitor-Banks bis das Batteriehaus fertig ist. Wow. Wenn ich blöd, wo sind die ganzen Slabs hin? Hä? 2000 ganze Stück. Das wird noch Spaß werden. Das wird noch großer Spaß. Ich habe auch gerade meinen Spaß. Ich vermisse Items. Opa, muss ich hinterfragen, was mir Energiewürfel Krabby mit einem Tinkers-Ding und einem Advanced Power Cell sagen soll? Was? Ja, du hast. Irgendwer hat einen Energiewürfel an einen Drying Rack gehangen und Energiewürfel Krabby drüber geschrieben. Ja, das ist der Krabby, der in der Dingswelt noch steht. In der Voidwelt. Den könnten wir eigentlich auch mal wegreißen. Gibt es da nicht, einer fehlt. Die ganze Welt wird löschen. Eigentlich. Okay, irgendwas passt hier nicht. Ups. Ach, natürlich, ich habe das ja auch rausgenommen. Gut, scheiß drauf. So, Arschlecken, neu gebaut. So, wie viel macht das aus? Boah!
Okay. Ja. Das sollte ich vielleicht da nicht reinpacken. Was guckst du hier Schönes? Ich stelle gerade fest, dass es jetzt inzwischen daran scheitert, dass wir keine Certus-Quarz-Crystals mehr haben, ne? Das scheitert ungefähr seit 15 Folgen so daran. Nö, es hat auch mal irgendwann dran gescheitert, dass ihr kein Pure Certus Quarz oder was weiß ich, das für ein Quarz war, gefehlt hat. Ja, das stimmt auch wieder, aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt das Problem. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich, weil die ganze Anlage steht, wir bräuchten, wie viel Void, wie viel Void Resource Miner haben wir stehen? Zwei. Wie groß sind die auf Level 6? Puh, da fragst du mich gerade was. Warte, das kann ich dir sofort sagen. Ich gucke ich mal eben nach. Mal 11. Ja, nee, Void Miner Tier 6 hat 13 mal 13. 11 mal 11 ist das Tier 5er. Okay. Und der Ohrmann hat auch das gleiche dann, ne? Soweit ich weiß, haben die beides das gleiche, ja. Okay. Aber ich guck mal Moment, was nach. ist das? Ne, ich bin doch gerade hier. Auch 13 13 mal mal 13, 13. ja. Wo ist mein Maßband? Tja, sieht ganz nach dem Teil aus, was ich haben wollte. Ich brauche Sand. Sand ist am einfachsten. Mauer, Mauer, Mauer. Befürchte, er mag die Stahlblöcke von Thermal nicht. Oder auch nicht. Yay! Hat keiner hören können außer ich, das ist das Lustige. Lüge, komm mal mit der. Ja. Mein Arc-Furnace steht. Wo bist du? Bei den Void-O-Minern? Bei dem neuen Volt in meinem Haus. Okay. Ja. Von der Breite her würden wir 3 Stück reinbekommen. Ja, wenn man sie direkt aneinander fährt, ja. Nö, ist ja noch Luft zwischen. Ich sehe jetzt ein, hier ist ein Block Luft, daneben sind zwei Blöcke Luft. Ja, das ist nicht das Problem. Das ist unsymmetrisch. Richtig. Dann machen wir entweder die Hütte ein Block breiter oder ein Block schmaler. Nee. Ach so, warte mal, ich muss mal meinen. Oder man setzt es ein bisschen näher beieinander. Dann kriegen wir zwar ein weniger rein, aber es ist ein bisschen sparend. Ein bisschen, man hat schöne breite Laufwege dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13. Gut, dann mach du mal weiter, sagst mir Bescheid, wenn du mich wieder brauchst. 9! So, das Ding braucht Säft. Das ist der In- und Output, ne? Ja. Aha. Hier kriegt ein Redstone-Signal, das weiß ich. Das heißt, Stromanschluss kriegt er von hinten. Was? Warte mal. Ich weiß nicht, wer hat das Gebäude geplant hier? Welches? Von den Voidorminern. Ich nicht. Das neue? Ja. Soweit ich weiß, hieß der Planer Opa Zockt. Geiler Typ. Allerdings. Das ganz genau. Ja, dann habe ich es doch geplant. Er träumt davon, es geplant zu haben. Ups. Ja, ich habe damit noch nicht gearbeitet, liebe Zuschauer. Das ist jetzt quasi mein erstes Mal, dass ich mit diesem Teil hier arbeite. Das ist ziemlich kontraproduktiv, wo sie den Import und Export gemacht haben. Eieieiei. Wir hatten hier keinen Sand mehr. Warum haben wir keinen Sand mehr? Ja, das Ding hat Saft. Illyria? Ja? Die Ressource meiner. Was machen die Wichtiges für uns? Die holen dir alles raus, was Stein ist. Endstein, Cobblestone, das heißt so, Cleanstone. Okay, Zwei reichen. Was? Zwei reichen? Zwei Ressourcen, okay. Ja, die reichen ja auch. Ich habe auch nie vorgehabt, mehr zu bauen. Void Ore Miner brauchen wir spezialisiert mehrere. Aber nicht Ressourcen. 2, 4, 6. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt hier das Gebäude 2 Ressourcen Miner und 8 Ore Miner rein. Gut. Wenn ich die umgebaut habe, kannst du mir anschließend, nicht jetzt, sagen, auf was ich spezialisieren soll. Eins davon wird wahrscheinlich Gold sein. So, ich brauche Brennstäbe hierfür, ich genau. Ich vermute nicht nur einer. Wie? Mehr als ein Goldminer? Nur Gold? Ich vermute mal, es werden jetzt aktuell, um die wichtigsten Sachen hinzubekommen, schätze ich mal 2 Gold, 6 Certus. 6 Certus, 2 Gold. So wird es wahrscheinlich. Wir brauchen also vorerst nichts anderes mehr. Nein. Vernachlässige Redstone nicht, Opa. Redstone.
Wieso? Haben wir kein Redstone mehr oder was? Wir hatten davon en masse. No, noch ja, haben wir Redstone. Wir brauchen aber noch ungefähr 12 Millionen. Ach du Schande. Aber das kommt automatisch noch mit raus. Das ist und ja nur das. Auch, und wir hatten uns auch darüber lustig gemacht. Ja, ich mich nie. Gut, Felix? Ja? Hast du was zu tun? Mehr oder weniger. Okay. Warum? Nö, ist alles gut. Automated in Engineers Workbench. Ich schau da mal schnell mal zu, wie sie Storage Components craftet, damit ich endlich mal das ändern kann, was ich seit ungefähr, was weiß ich, wie lange ändern will. Diese wundervolle Anordnung, weil ein gewisser Herr Zock gesagt hat, schmeiß einfach rein, passt schon so. Das regt mich jetzt schon ungefähr seit dem Zeitpunkt, wo ich es reingeschmissen habe, auf. Ah, das ist der Opa. Das ist der Opa. Wie, was hast du reingeschmissen? Na, du hast gesagt, ich soll die Storage Components und die Ressourcen einfach reinschmeißen, wie ich will. Und seit Anfang an sind sie irgendwie sortiert und mich kotzt das komplett an, weil die irgendwie irgendwo liegen. Ist doch gut. Hauptsache das Ergebnis ist richtig. Ja, jetzt kann ich sowieso gleich ändern, weil wir ja sowieso Certus Quarzmangel haben. Von daher kann die auch ruhig 5 Sekunden stehen, dann kann sie wenigstens gleich länger Dorf produzieren. Wenn sie dann irgendwann mal Lightning die Kack 4000K Ding produziert. Stimmt, es gibt hier auch von Immersive Engineering einen Blitzableiter. Da war ja immer was. Aber wir nehmen die. Aber ich wollte den von Environmental nehmen. Die habe ich ja schon gebaut. Müssen nur aufgestellt werden. Oh, Wires Creators. Das Aussehen des Gebäudes, wo dann ja die Dings reinkommen, soll ja ungefähr so nach den Void-O-Minern passen, oder? Moment, deine Frage nochmal. Jetzt drauf konzentriert. Das Gebäude der Void-O-Miner soll ja aussehen, oder beziehungsweise soll ja nach, vom Aussehen her so nach den Void-O-Minern passen. Ja, ich kann dafür durchaus auch die Blöcke der Void-O-Miner verwenden, natürlich. Hast du Zeit dafür? Weil ich bin schon mit dem Gebäude dran. Dass es jetzt endlich mal losgeht hier. Weil die brauchen wir. Normalerweise. Ja, gut. Das Problem ist, ich habe gerade so eine ganz dumme Idee. Und das ist mein Problem. Diese dummen Ideen hast du irgendwie öfters. Allerdings, nicht zum ersten Mal. Weil der Block gefällt mir ziemlich gut und er würde auch dazu passen. Okay, ich glaube, deine Endstil-Produktion funktioniert doch nicht. So, wenn hier. Jetzt zeig, welchen Block du meinst. Structure Frame Tier 6. Bist du verrückt? Der ist doch safe, die arschteuer. Eben, bist du verrückt? Leicht. Stell mal bitte den Dings um, wir brauchen Liter, wir brauchen Sterne. Außerdem finde ich den Tier 5er schöner. Nee, das ist der genau, der am hässlichsten aussieht. Mit ich den komischen grünen Dingern da drin. Ich sag's mal so, wie es ist. Es wird alleine schon nach ungefähr 3-mal craften an so ein, zwei Ressourcen. Opa, ich brauche die Structure Frames für die Miner selbst. Außerdem habe ich die Dinger hier an den Void-O-Miner verbaut. Und das sieht überhaupt nicht aus als Gebäuderahmung. Also die ganz Sechser eindeutig. Sind einfach. Also hier die T6er, ich stehe gerade bei den T-Miner 6 drin. Also hier raus ein Gebäude bauen, definitiv nein. Gut, dann diskutieren wir jetzt darüber noch ungefähr 40 Folgen, dann dauert es halt mal wieder Ewigkeiten. Alles klar. Die könnt ihr euch eh nicht leisten, weil ihr keine Prismarine Charts habt. Prismarine Charts kann ich herstellen. Das ist kein Problem, wollte ich gerade sagen.
Dann habt ihr halt keine Nether Stars. Was weiß ich, was ihr alles Nether, ich brauche die Nether Stars in aller erster Linie dafür, um die Void Ore meiner selbst herzustellen. Und dafür frisst es schon Unmengen an Nether Stars. Na gut, Nether Stars ist aber trotzdem kein Problem, weil dafür haben wir eine Wutfarm. Außen sind die Structure Frames Tier 5 nicht grün mit Punkten, sondern blau. Und nein, damit kannst du auch kein Gebäude bauen. Das sieht nicht aus. So, was ist jetzt dein Problem mit Endsteel, Felix? Dass es bis gerade eben nicht produziert hat. War. Ja. Vielleicht sollte man die Structure Panels eher benutzen, weil die sind ein bisschen... Ja, die das, ja, genau. Sieht deswegen eher aus. Eigentlich auf die Dings gehen. Was? Was? Wo? Wo sind denn... Na, das war wie... Oh, jedes Mal. Da sind sie. Weißt du zufälligerweise selber, was die Pure Structure Panels machen? Weil die sind so, sehen so durchsichtig aus, so gläsern. Sind ja auch mit Glas hergestellt. Welche? Auch von Environmental Tech. Pure Structure Panel. Ich habe kein Pure Structure Panel drin. Die heißen hier reines Strukturpanel, aber es heißt auch bei Applied Energistics rein. Also reines, das heißt auch Pure. Also ich habe kein Pure Structure Panel. Dann guckt man nur unter Structure Panels. Da müsste auch ein zweites gläsernes... Hab ich habe keine Pure Structure Panels. Wie heißen die auf Englisch? Ich weiß nicht, welche du meinst. Structure Panel. Gibt es zwei verschiedene Sorten? Es gibt die Structure Void, es gibt die Structure Blöcke, es gibt Structure Frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich spreche von den Panels. Panels gibt es ein. Wieso habe ich dann ein gläsernes? Also ein reines Strukturpanel habe ich hier. Es gibt ein Structure Panel und dann würde es halt noch geben ein Clear Structure, aber kein Panel. Sind die aus Golden Nuggets, aus ich weiß nicht, was Verbinder auf Englisch heißt. Und Iron Glas? Bars. Nö. Gold Nuggets, Iron Bars und Connectoren. Nee, das sind andere. Verstehe ich nicht. Was ist denn das dann für ein Teil? Wieso kann ich das Ding craften? Weiß ich, craft mal so ein Ding, dann siehst du, was ich meine. Wie gesagt, irgendwas mit Glas habe ich. Ach doch, warte mal, da ganz hinten, das ist aber so durchsichtig, das zeigt mein... Ja, gar nicht ja, an. Das meine ich ja. Das habe ich gar nicht gesehen, das war so durchsichtig, das sieht man gar nicht. Ja, ja, die meine ich. Ich habe mal welche gebaut, mal gucken, wie die aussehen. Wahrscheinlich durchsichtig. Ja, so weit war ich auch schon. 233 erst, was ist denn das Problem jetzt hier schon wieder? Man kann den, Miner auch mit durchsichtigen machen? Was ist dein Problem? Das will ich mal ausprobieren. Eine Strukturpanel, mal gucken, ob das Ding wieder valid ist. Felix, kannst du mir mal ganz kurz... Tatsache. Fragen? Ja. Redstone und Glowstone. Ja. Wie sieht das da aus? Aber die Gläsernen könnten performance-lastiger sein. 1,5 Millionen Redstone. Und 118.000 Glowstone. 118.000 Glowstone nur? Ja. Soll ich schon mal, ich würde sagen, ich ziehe die Void-Ressource-Miner schon mal um. Opa. Die Void-Ressource-Miner, die schon mal umziehen. Die Ore-Miner, vielleicht wäre ich ein bisschen später. Bau doch erstmal die Ore-Miner neu. Wollte ich auch gerade als nächstes vorschlagen. Gut, dann baue ich die erstmal neu. Baust du einfach diese 6 Stück da hin und die Sache ist erledigt. So, waren das nicht insgesamt 6 und 2 Ressourcen? Nein, 10 Stück passen rein. 2 Ressourcen, 8 normale.
Alles klar. Freeze. So. Dann aber entscheiden kann ich, wo was hinkommt. Und ich würde sagen, hier kommen die zwei Ressource-Miner. Ich würde die in die Mitte einfach bauen. Warum soll ich die Ressource-Miner in die Mitte bauen? Damit es halt synchronisch. Was ist daran synchron oder symmetrisch? Da ist gar nichts symmetrisch dran. Doch. Alter, warum geht denn das jetzt nicht? Ich hab lieber die Kontrolltafel, wenn die Maschinen getrennt sind voneinander. Die sind doch eh oben. Und über Wireless Redstone. Also von daher... ja, das ist richtig. Kannst du auch trennen. Fabrikationsanlagen sind aber auch nicht kreuz und querbeet gebaut. Die sind schon in ihre eigenen Bereiche aufgeteilt. Es gibt aber keinen Bereich. So. Es ist ein Haus, wo die drin stehen. Ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn, wenn ich Ressourcen in der Mitte stelle und umherum die Ohrminer. Das ist Schwachsinn. Ich pack die Dinger dahin, wo ich sage. So. Dann baue ich jetzt erstmal 6 neue Void Ohrminer. Alter, das geht immer noch so langsam. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, dem stimme ich zu, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genau wie wir. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.